Letzte Station, der Bildwegs Basel. Schön wäre, wenn wir dort wären. Es gibt einen schönen Brunnen, wo man reinspringen kann. Den Tägerli-Brunnen hier, das ist mega heiß jetzt im Moment in Biersheim. Auf dem Gelände des Dendrotekturparks, wo diese Retrospektive der Bildwege stattfindet. Die letzte Station also beim Tägerli-Brunnen. Und so geht die Geschichte da von Septima und Sebastian zu Ende. Die Basler sahen den rosa Hund durch die Gassen springen. Doch sie mochten das Tier nicht und warfen Knüppel nach ihm. Der Cholotl sammelte diese Knüppel akribisch ein und machte damit einen Scheiterhaufen, in welchem er sich schließlich selber verbrannte. Seine Seele stieg im Rauch zum Himmel und verwandelte sich in einen Stern, der von nun an am Himmel stand. Die Leute nannten ihn Venus. Jetzt, wo alle Kinder wieder bei ihren Eltern waren, war natürlich nicht einfach der Friede ausgebrochen. Nein, es gab immer noch diesen und jenen Streit und das Leben steckte oft fest und war verkalkt, ging nicht recht vorwärts und knurzte und ächzte fast wie bis anhin. Auch Septima fühlte sich nun etwas allein ohne den Cholotl. Zum Glück hatte sie Sebastian bei sich. Er wollte unbedingt mit ihr mal nach Amerika. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft haben. Sicher hatten sie viele Kinder und viele Basler, vielleicht auch wir selber, stammen von ihnen ab. Denn 1528, das ist lange her. Und was wissen wir schon von unseren Wurzeln? Sicher aber ist, dass man noch heute unten bei der Wettsteinbrücke diese Kugelsteine findet. Wenn man sie einem Menschen in Liebe schenkt und der den Stein in den Rhein zurückwirft, kommt das Leben wieder in Fluss. Ja, das ist der Schluss. Wenn man dann will von dieser letzten Station, kann man tatsächlich da runtergehen zur Wettsteinbrücke. Und da hat es ein kleines Ufer, wo auch die Boote anlegen. Da sieht man jeweils, wie diese Kugelsteine angeschwemmt werden. Wenn der Rhein nicht viel Wasser hat, kann man die entnehmen. Wenn er viel Wasser hat, geht die bessere Richtung dahin. Dann zeigt er selber, dass ein Kugelstein selbst noch da ins Meer runter rollt. Aber bei wenig mehr Wasser ist es wirklich spannend zu sehen, es ist eine wirklich schöne Kugel rum. Auf den Bildern, vielleicht kann ich hier schnell eins einklicken, sieht man, dass die wirklich von dieser Kügelibahn des Rheins wirklich rund geschliffen wurden. Letzte Station, was sieht man hier drauf? Man sieht diesen Stern, diese Venus, der Cholotl, der verwandelt sich nach seiner Fahrt durch die Unterwelt in diesen Stern der Venus da oben. Da sieht man das Boot mit Sebastian und Septima mit dem Segel, die da nach Amerika segeln. Ob sie es geschafft haben, steht ja nicht in der Geschichte drin. Und da unten der Cholotl, der Hund, der so einen brennenden Knüppel im Mund hat, womit er seinen Scheiterhaufen anzündet und sich dann in diesen Stern verwandelt. Ja, wenn man da die letzte Station das Bild auflegt, das Blatt wieder auflegt, kommt jetzt die Station mit der schwarzen Farbe. Wir wollen mal schauen, ob man da auch noch was sehen kann. Ja, es wird halt, je wärmer das ist, desto impressionistischer wird das ganze Kunstwerk. Manchmal ist es sehr realistisch, manchmal ist es schon eher so ein bisschen Richtung Impressionismus. Das Bild ist eine Hommage an den größten, wahrscheinlich den größten Maler von Basel, Hans Holbein den Jüngeren. Der hat 1528, also in der Zeit, wo die Geschichte lebt, hat er am Hof des Königs von England gedient, als Hofmaler von Heinrich dem 8. Das heißt, er musste seine Familie verlassen in Basel und das auf dem Bild, das ist seine Familie, das ist seine Frau und sind seine beiden Kinder, die er in einem wunderschönen Familienbild dargestellt hat in diesem Jahr, wo diese Geschichte spielt. Und wer dann Lust hat, dieses Bild im Original anzuschauen, der kann ins Basler Kunstmuseum gehen, wo man dann das Bild auch im Original sehen kann. Wahrscheinlich das schönste Familienbild überhaupt der Kunstgeschichte, sehr, sehr intim gemacht und so sehr, sehr liebevoll. Und wenn Sie das vergleichen mit Ihrem Bild, was ich jetzt hier gemacht habe, da werden Sie riesige Unterschiede sehen. Wenn mehrere Leute da gehen auf dem Spazierweg, Bildweg, dann wird man auch gerade daran Freude haben, dass man sich jeder macht und auf seine Art und Weise. Und das Bild, obwohl die Bildplatten für alle gleich sind, sieht bei jedem individuell verschieden aus. Wir werden hier den Bildweg von Basel abschließen. Vielleicht haben Sie Lust, selber da mitzumachen. Schauen Sie nach bei der Homepage bildweg.ch. Oder auf der Homepage des Hotels La Provence, hotel-la-provence.de.
Da sehen Sie auch immer, was gerade für ein aktueller Bildweg hier im Angebot ist. Und wenn wir nochmal zurückschauen hier auf den Weg, den man da gehen muss, das ist also sogar rollstuhlgängig hier, dieser Bildweg. Man muss da nicht groß rauf und runter, wie in Basel, wo die Treppen rauf und runter geht, sondern man kann das hier locker so in einer Viertel bis einer halben Stunde machen. Aber wenn man natürlich mehr Zeit hat, dann kann man sich auch mehr Zeit nehmen und kann die ganze Geschichte anhören. Das dauert dann circa 2 Stunden. Ja, mit dem Blick hier über die schönen Felder wünsche ich mir, dass wir uns hier mal wiedersehen, vielleicht in Diersheim. Ich bin auch ab und zu da. Und wenn wir dann gleich zusammentreffen, dann werde ich auch diese Bilder mit unterschreiben. Natürlich unterschreibt jeder, der das gemacht hat, zuerst mal selber, denn die Künstler sind ja nicht nur die, die ein Kunstwerk komponiert haben, sondern eben auch die, die es aufführen und die das Lied des Bildwegs singen. Danke.